Ludwig van Beethoven forderte seine Musiker wie kein anderer Komponist zuvor. Ich bin sehr froh, dass er das getan hat, denn er hat fantastische Soli für das Horn geschrieben. Eine Welt ohne Beethoven, für mich unvorstellbar. Ludwig van Beethoven prägte ganze musikalische Genres, führte sie an ihre Grenzen und weit darüber hinaus. Ein Pionier, nicht nur in der Musik. Was würde etwa im Jazz oder in der Filmmusik fehlen, wenn es die vielen Neuerungen Beethovens nie gegeben hätte? Gäbe es den Konzertbetrieb so, wie wir ihn heute kennen? Wie hat er die Rolle des Künstlers verändert? Wie sähe eine Welt ohne Beethoven aus? Das will ich herausfinden. Ich habe dafür Musiker, Manager und sogar Politiker in aller Welt besucht. Meine Reise beginnt mit den berühmtesten vier Tönen der klassischen Musik und ihrem immensen Einfluss auf die Popmusik. Beethoven hat das ziemlich clever gemacht, ohne allzu nervig zu klingen. Mit Beethoven, Chuck Berry, ging alles los. Auch wenn es Chuck Berry anders sieht, der Rock'n'Roll beginnt hier. Nur vier Töne braucht Ludwig van Beethoven, um einen ganzen musikalischen Kosmos zu erschaffen. Und eines der bekanntesten Musikwerke überhaupt. Beethovens fünfte Symphonie, 1808 das erste Mal aufgeführt, ist ein Welthit. Nur vier Töne. Das fordert Musiker bis heute heraus. Unerbittlich macht die Bassgitarre weiter. Nur vier Töne braucht auch Ian Anderson von der Band Jethro Tull, um 1971 den Hit Locomotive Breath zu schreiben. Rudolf Schenker, Rhythmusgitarrist der deutschen Band Scorpions, erhöht auf fünf Töne. Sein Riff von Rock You Like a Hurricane gehört zu den populärsten der jüngeren Musikgeschichte. Übertroffen nur vom Original. Beethoven variiert die vier Töne ständig durch alle Orchesterstimmen und Tonarten. Die Simplizität des Einfalls verblüfft seine Zeitgenossen. Diese Idee wird 150 Jahre später in England wiederentdeckt von Rockmusikern. The Kinks gehören mit nur drei Tönen 1964 zu den Pionieren. Mehr Töne benötigen auch die Rolling Stones 1965 nicht. Deep Purple werden Anfang der 1970er Jahre mit vier Tönen zu Superstars. Der Trend schwappt auch in die USA über. Kennzeichen der Metal Music? Eingängige Riffs. Mit vier Tönen werden Nirvana 1991 zu Superstars. Die fünf Töne von The White Stripes werden weltweit zu der Fußballhymne. Hat Beethoven bereits 1808 die perfekte Hitformel gefunden? Wir sind in Hannover im Expo-Park, direkt vor den berühmten Peppermint-Studios, wo die Scorpions proben. Über 110 Millionen verkaufte Schallplatten. Die Scorpions gehören zu den erfolgreichsten Rockbands ihrer Generation. Rudolf Schenker hat die bekanntesten Riffs der Band geschrieben.
weißt du, was ich gefunden habe? Nee. Ein Zitat aus dem Internet. Rudolf Schenker ist der Beethoven aus Hannover. Ja gut, es ist schmeichelhaft, aber da sind noch Welten entfernt. Also man muss sich auch nicht zu sehr, aber das ist schön. Das ist ein schönes. Ich habe mich so gefreut, ja, als ich doch, das gelesen habe. Ne? Zum doch. Thema, ja, passt ja, doch. Ja, genau. Es muss Attack haben. Jetzt würde ich zum Beispiel schönen, spannungsvollen Ton unterlegen. Crescendo, ja, ja, sowas. Ja. Ja, das zum Beispiel. Einfach Spannung. So viele Rockbands haben Beethoven benutzt. Klar. Unterbewusstsein spielt immer eine Rolle. Zum Beispiel die Amerikaner sind beeinflusst worden durch den Blues. Die Europäer, die Engländer und natürlich auch wir, Deutsche speziell, sind von der Klassik beeinflusst worden, weil sie in unseren Genen ist. Deswegen sind Metallica ja auch so große Scorpions-Fans, weil sie gesagt haben, ich Augenblick mal, die Scorpions klingen ganz anders. Das ist ja, also da müssen wir uns mal nachrichten, weil sie gemerkt haben, Augenblick mal, die sind irgendwo anders beeinflusst. Warum? Und da kamen die auf die Klassik. Weil Blues gibt eine andere Form. Wir sind gar nicht bluesfähig. Wir sind eigentlich durch die Klassik so geformt, dass wir auf Melodie und auf einen gewissen Rhythmus ausgeprägt sind. Ich glaube, dass die Riffs ja immer von Jahrzehnten, Jahrhunderten anders empfunden werden, weil damals war die Zeit noch nicht so hektisch. Heutzutage ist der Überfluss da. Das heißt, man muss was finden, was eine Signalwirkung hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann muss man diese Signalwirkung weiter so unter Spannung halten, dass diese Signalwirkung nicht nur kurz da ist und dann geht es nach unten runter, sondern dann muss man anfangen, den Zuhörer neugierig zu machen und dementsprechend dann zu schreiben, sodass der immer bei der Stange bleibt. Das Ergebnis: kurze melodische Riffs, die in aller Welt begeistern. Die Querflöte ist Ian Andersons Markenzeichen. Beeinflusst haben ihn die englische Volksmusik und die Großen der Klassik. Für mich ist der Anfang von Beethovens Fünfter das typische musikalische Motiv. Nicht nur für die klassische Musik, auch für die Rockmusik, den Jazz, den Pop. Es ist eine Idee, die immer wieder wiederholt wird. Das wird dann zu einem Riff verkürzt. Die Idee des Riffs im Jazz oder Rock ist ja ein sich wiederholendes Motiv. Natürlich hat Beethoven diesen Gedanken, dann weiterentwickelt. Ich vermute, dass es so war. Beethoven saß nicht einfach da und grübelte über die paar Noten. Vielleicht hat er gerade seinen Kaffee verschüttet und daraus ist zufällig Bam-Bam-Bam-Bam geworden. Oh, das hört sich gut an. So arbeiten die meisten von uns.
Ein gutes Rockriff muss einfach und direkt sein. Es wiederholt sich, weil es ein Riff ist und nicht nur ein Motiv am Anfang des Stücks. Es ist eine sich wiederholende Phrase. Großartige Rockriffs, die mir in den Sinn kommen, sind zum Beispiel Ritchie Blackmores wundervolles Riff in einem Stück namens Smoke on the Water. Und ich mag das Riff von ZZ Top, dieses wundervolle Shuffle-Ding mit dem Backbeat in LaGrange. Das wiederholt sich die ganze Zeit. Das ist ein großartiges Rockriff. Sehr einfach zu spielen. Im Wesentlichen sind es nur drei Noten. Und in vielerlei Hinsicht ist es dasselbe mit dem wunderbaren Whole Lotta Love. Das ist sogar in derselben Tonart geschrieben. Würde Beethoven heute leben, kann ich ihn mir nicht hinterm Steuer einer gediegenen Familienkutsche mit zwei schreienden Kindern auf der Rückbank vorstellen. Ich denke, Beethoven wäre eher der Typ, der sich mit dem Geländemotorrad im Schlamm richtig dreckig macht. So stelle ich mir Beethoven vor. Wiederkehrende Motive prägen schon immer die Musik. Doch Beethoven hat ihre Wirkung weiter gesteigert. Und so reicht sein Einfluss bis in die Popmusik. Ob Beethoven ahnte, wie sehr er Musiker noch 150 Jahre später prägen würde? Vielleicht finde ich die Antwort in Wien, wo er zum Weltstar wurde. Beethoven kam nicht mit dem Motorrad, sondern als junger Klaviervirtuose mit einer Kutsche im November 1792 nach Wien. Bereits in Bonn hatte er mit seinem virtuosen Klavierspiel für Aufsehen gesorgt. Und auch hier wird er schnell bekannt. In der Stadt hat er unübersehbar seine Spuren hinterlassen. Seine Wohnungen, heute Museen. Seine Wirkungsstätten, Wallfahrtsorte für Fans aus aller Welt. Doch anfangs deutet nichts darauf hin, dass der 21-jährige Kompositionsschüler mit seiner Ankunft in Wien einmal die Musikgeschichte teilen würde. In eine Welt vor und eine Welt nach Beethoven. In Wien entwickelt sich Beethoven zu einem Künstler und Komponisten von Weltrang. Bereits seine erste Symphonie, 8 Jahre nach seiner Ankunft in Wien uraufgeführt, macht unmissverständlich klar, wie konsequent er vorgeht. Beethoven eröffnet die Symphonie nicht wie üblich mit einem Donnerschlag in der Grundtonart, sondern mit einem absoluten Regelbruch, einem dissonanten Akkord, der die Zuhörer zuerst im Unklaren lässt und schließlich in die Irre führt. Die eigentliche Tonart der Symphonie wird in der Einleitung umkreist und nie erreicht. Seine erste Symphonie zeigt auch, hier komponiert jemand, der hofft, dass seine Kunstwerke überdauern werden. Keine kurzlebige Unterhaltungsmusik mehr für den Adel, sondern Meisterwerke für das zunehmend musikbegeisterte Bürgertum.
Beethoven ist der Erste, der seine Kompositionen von Anfang an mit Opuszahlen versieht. Symphonie Nummer 1, Opus 21. Er sieht sich als Künstler, auf gleicher Stufe mit Schriftstellern, Bildhauern und Malern seiner Zeit. Und er stellt höchste Ansprüche an sich und die anderen. Frühere Komponisten richten sich nach den jeweiligen Möglichkeiten der Orchestermusiker. Beethoven ignoriert sie und formuliert in den Partituren genaue Tempo-, Dynamik- und Artikulationsangaben. Seine Kunst verlangt nach ausgebildeten Profis, die sich in langen Proben die Werke erarbeiten müssen, und nach Institutionen, die diesen Aufwand finanzieren können. Und es geschieht etwas Unerwartetes. Seine revolutionären Forderungen werden erfüllt. Willkommen in Wien, der Musikhauptstadt der Welt, mit dem Musikverein und dem Goldenen Konzertsaal. Der Musikverein ist bekannt für seinen 1870 eröffneten Konzertsaal, mit der nach Meinung vieler Experten besten Akustik der Welt. Gegründet wird der Verein bereits 1812 mit einer Idee, die die Musikwelt veränderte. Bürger schließen sich zusammen und finanzieren über Mitgliedsbeiträge, Abonnementkonzerte und Spenden das Musikleben. Auch Beethoven wird Mitglied, wenn auch auf seine Art. Beethoven sollte von der Gesellschaft der Musikfreunde beauftragt werden, ein Auftragswerk zu schreiben. Und er hat sich dann um einen Text gekümmert, der war sehr unglücklich. Oder wir haben ihm einen Text vorgegeben, den er nicht vertonen wollte. Er hat aber schon, heute würde man sagen, eine Anzahlung bekommen. Und das zog sich immer weiter hin und das Werk ist nie entstanden. Und Beethoven war berühmt und dann hat sich herausgestellt, das wird auch nie entstehen, dieses Werk. Aber man hat irgendwie gesagt, also man kann einem Beethoven jetzt auch nicht schreiben, gebt mir das Geld wieder zurück, das geht doch nicht. Dann macht man etwas, heute wäre das wahrscheinlich nicht mehr der Fall. Er soll das Geld lieber behalten, wir machen ihn dafür zum Ehrenmitglied. Die Gesellschaft der Musikfreunde hier in Wien ist so lange tätig. Ab bis heute ist sie immer noch so wichtig für das Musikleben hier in Wien. Wie hat es dann geschafft, so lange so viel Einfluss zu haben? Einerseits, wir waren die Ersten. Wir haben aber nicht nur Konzerte veranstaltet. Damals, wie wir gegründet wurden, 1812, war unser Hauptanliegen ja eigentlich das Konservatorium. Denn es war die einzige Möglichkeit in der gesamten österreich-ungarischen Monarchie überhaupt, Musik zu lernen, Musik zu studieren. Das Konzertieren war gar nicht damals die primäre Aufgabe, das war eigentlich erst die dritte Aufgabe. Lehren, sammeln, Konzerte. Das hat sich im Laufe der Zeit dann sehr gewandelt. Sie sind seit 31 Jahren hier Intendant im Haus. Seit 1988, ja. Und Sie haben sicher sehr viel Beethoven gehört. Ist Beethoven, kann man sagen, der ist ein Bestseller? Natürlich. Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Natürlich, Beethoven ist immer extrem populär. Seine Musik zu hören ist extrem populär und ist auch, wie man sie richtig sagen, ein Verkaufsschlager. Was würden Sie sagen, persönlich ist dieser Reiz von Beethoven? Warum kommen die Leute so gerne in einen Beethoven-Zyklus? Das ist die klassische Musik. Also das ist der Höhepunkt der Klassik überhaupt. Das ist so eine Art absolute Musik. Also eine Welt ohne Beethoven könnten Sie sich und auch nicht die Gesellschaft der Musikfreunde eigentlich gar nicht vorstellen. Wir können es uns nicht vorstellen, aber wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann wüssten wir auch nicht, was uns entgangen wäre. Genau. Aber zum Glück wissen wir das und gibt es. Ja. Schnell erobert das Konzept Konzerthaus für Profimusiker im 19. Jahrhundert die Welt. Finanziert von Vereinen, Stiftungen und Städten entstehen Tempel der klassischen Musik, architektonische Meisterwerke.
1891 öffnet der erste Musiktempel der neuen Welt seine Pforten. Die Carnegie Hall ist einer der Konzertsäle der Welt. Und wer stand bei dem Eröffnungskonzert auf dem Programm? Beethoven natürlich. Beethoven, wer sonst? Und dann kommen sie alle nach New York. Richard Strauss feiert hier seine größten Erfolge. Gustav Mahler dirigierte hier. Der Jazzer Benny Goodman trieb die Schwarzmarktpreise in die Höhe. Die Auftritte der Beatles oder von Bob Dylan, legendär. Wer es in die Carnegie Hall geschafft hat, hat es wirklich geschafft. Beethoven war buchstäblich von Anfang an ein Teil unseres Lebens hier. Können Sie sich als künstlerischer Leiter überhaupt eine Welt ohne Beethoven vorstellen? Es gibt so viel über ihn zu erzählen. Er war in jeder Hinsicht ein Revolutionär. Denn wenn man bedenkt, wie man früher komponiert hat und in welchem Kontext die Musik vor Beethoven entstanden ist, im Grunde wurde man von Leuten damit beauftragt. Und meistens wurde einem sogar gesagt, was man zu schreiben hat. Es gab auch nur eine vorgegebene Orchesterbesetzung. Ja, die Mittel waren beschränkt und man musste auch denjenigen zufriedenstellen, der alles bezahlte. Aber Beethoven hatte nicht das Gefühl, jemanden befriedigen zu müssen. Er schrieb nur das, woran er glaubte. Er verwandelte jede einzelne musikalische Form, die er berührte. Jeder einzelne Aspekt seines Schaffens hat die Musik für immer verändert. Was hört das Publikum am liebsten von Beethoven? Nun, du als Musikerin und ich als ehemaliger Musiker, ich glaube nicht, dass es ein Stück gibt, das ich in meinem ganzen Leben öfter gespielt habe als die 5. Sinfonie oder die 7. Sinfonie. Die zwei standen unzählige Male auf dem Programm. Die 7. wurde hier über 300 Mal gespielt, nur dieses Stück. Ja, richtig. Es ist kaum vorstellbar. Es ist verrückt, oder? Man kann jedes Jahr einen Zyklus mit Beethoven-Sinfonien oder einen Klaviersonatenzyklus machen, Jahr für Jahr. Meiner Meinung nach geht von Beethoven eine Wirkung aus, wie das bei keinem anderen Komponisten der Fall ist. Man kann seine Musik immer verkaufen und die Leute nutzen die Musik auch. Als die Berliner Mauer fiel, da ist die 9. Beethoven-Sinfonie erklungen. In Japan muss sie jedes Jahr an Weihnachten gespielt werden. Überall auf der Welt gilt die 9. als ein Stück, das große Momente der Geschichte symbolisiert. Das ist gar nicht mehr wegzudenken. Sein Einfluss ist unglaublich vielfältig. Er war ein Wegbereiter, denn in gewisser Weise war er auch der erste große Romantiker. Er zählt natürlich nicht zu den Musikern der Romantik, aber er hat den Boden für die Romantiker vollständig vorbereitet. Indem er die Musik um die Dimension der Emotionen und Leidenschaft bereichert hat, hat er sie nachhaltig verändert. Was funktioniert am besten? Beethoven zusammen mit moderner Musik? Gibt es eine Formel, die sehr gut funktioniert, oder ist für einen Konzertveranstalter ein reines Beethoven-Programm am besten? Wir denken nicht daran, was am besten funktioniert. Was wir denken ist, was könnte etwas beleuchten? Man kann Beethoven in einen Kontext mit zeitgenössischen Komponisten stellen oder aber in einen historischen Kontext. Das Faszinierende an ihm ist, dass man ihn in fast jeden Kontext stellt. Eine Welt ohne Beethoven für Sie unvorstellbar. Es ist wirklich unvorstellbar. Ich würde nur allzu gerne wissen, auf was die großen Komponisten nach ihm aufgebaut hätten. Wo hätten sie gestanden, hätte es Beethovens Innovationen nicht gegeben? Beethoven hat nicht nur mit seinen Kompositionen Neuland betreten, er hat auch für den Konzertbetrieb ganz neue Maßstäbe gesetzt und Musik als Kunstform etabliert. Thank you.
Rückblickend wird klar, welche zentrale Rolle die Kunst bei den gesellschaftlichen Umwälzungen in Amerika hatte. Das betrifft zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung, aber auch die Frauenrechts- und Schwulenbewegung. Beethoven war der erste Musiker und der erste Komponist, der tatsächlich ein echtes soziales Gewissen hatte. Er kämpfte für Dinge, an die er wirklich glaubte. In seiner Musik geht es um Revolution, es geht um Veränderung. Es geht in seinen Werken immer darum, absolut überzeugend zu sein, niemals bequem. Es sind unruhige Zeiten, als Beethoven an seiner dritten Symphonie schreibt. Napoleon Bonaparte überzieht Europa mit Kriegen und trägt die Ideen der Französischen Revolution in die europäischen Monarchien. Beethoven ist leidenschaftlicher Anhänger der revolutionären Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Seine dritte Symphonie soll seine Begeisterung widerspiegeln. Obwohl Napoleon Bonaparte sogar seine Wahlheimat Wien bedroht, beschließt Beethoven, seine Symphonie dem französischen General zu widmen. Eine Idee, die er erbost widerruft, als Napoleon sich zum Kaiser krönen lässt. Wütend kratzt er Napoleons Namen aus der Partitur. Die Symphonie ist seitdem dem Andenken an einen großen Menschen gewidmet. Sie gilt heute als revolutionär und als Beethovens erster großer symphonischer Wurf. Auch in vielen anderen Kompositionen verarbeitet Beethoven seine politischen Überzeugungen. 1805 schreibt Beethoven seine einzige Oper, Fidelio, eine Befreiungsoper. Das Thema: der Kampf des Einzelnen gegen eine übermächtige Diktatur. Beethoven war also ein politischer Komponist. Wie kann sich politisches Engagement in Musik ausdrücken? Beethovens 9. Symphonie ist heute nicht nur die offizielle Europahymne. Sie ist weltweit ein Symbol für Freiheit und der Soundtrack großer weltgeschichtlicher Ereignisse wie dem Fall der Berliner Mauer. Sie ermutigt bis heute andere Musiker, politisch Stellung zu beziehen. Rising from the rubble of the war, hope of ages manifested, peace and freedom evermore. Brothers, sisters, stand together, raise your voices now as one. Though by history divided, reconciled in you. 1985 gibt es nur eine Frage und nur eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Auf welcher Seite stehst du? Billy Bragg wird Mitte der 1980er Jahre zum musikalischen Gesicht der politischen Auseinandersetzungen in Großbritannien. Der Bergarbeiterstreik legt das Land monatelang lahm. Die Bergarbeiter wehren sich gegen die Schließung der Zechen. Viele Menschen in ganz Großbritannien solidarisieren sich. 1984 begann ich eine Karriere als Solo-Punk-Singer-Songwriter. Damals fand gerade der Bergarbeiterstreik statt und die Arbeiterklasse machte gegen Margaret Thatcher mobil. Plötzlich war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um eine ideologischere Art des Songwritings zu beginnen. Wie viele andere Musiker seiner Generation wird Bragg stark vom Punkrock beeinflusst, der Ende der 1970er Jahre in England aufkommt. Durch The Clash habe ich ein politisches Bewusstsein entwickelt. Als sie 1978 beim ersten Rock Against Racism Festival in London spielten, ging ich hin. Es war die erste politische Aktion, an der ich teilgenommen habe. Dieser Tag veränderte meine Sicht auf die Welt. I
Beethoven kann heute noch ein Vorbild sein. Als ich einen neuen englischen Text für die Ode an die Freude schrieb, habe ich mich auf die Zeile »Alle Menschen werden Brüder« fokussiert und nicht versucht, das Gedicht direkt zu übersetzen. »Alle Menschen werden Brüder«, das ist die universelle Idee von Menschlichkeit. Darauf habe ich aufgebaut. Mein Text erweitert diese Idee, denn ich denke, dass sie die Zeit überdauern wird. Die Ode an die Freude beschwört die Menschlichkeit. Das Glück der Menschheit in allen Facetten steckt in Beethovens 9. Sinfonie. Empathie ist die Währung der Musik. Darüber singen wir. Wir versuchen, den Menschen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein. Wir versuchen, Menschen ein Gefühl zu vermitteln für jemanden, den sie vielleicht noch nie getroffen haben oder für Erfahrungen, die sie selbst nicht hatten. Das ist unsere Aufgabe, egal ob wir politisch sind oder nicht. Jeder Songwriter macht das. Wenn man Empathie mit Aktivismus verbindet und wenn man das Publikum ermutigt, aktiv zu werden, dann kann man etwas erreichen. Wenn man Empathie mit Aktivismus verbindet, entsteht Solidarität. Ist es der Text oder ist es die Musik von Beethovens Schlusssatz der 9. Symphonie, die so viel politische Wirkung entfalten? Ich beschließe, jemanden zu fragen, der sich sowohl mit Politik als auch mit Beethoven auskennt. Norbert Lammert ist einer der bekanntesten deutschen Politiker. 12 Jahre lang war er Präsident des Deutschen Bundestages und er ist bekennender Beethoven-Fan. Finden Sie, dieses Stück ist so präsent als politisches Statement mehr durch den Text oder hat die Musik auch was dazu beizusteuern? Der Einfluss, den Musik und Musiker auf die Entwicklung von Verhältnissen genommen hat, ist gerade in der jüngeren Menschheitsgeschichte beachtlich. Da spielt dann übrigens die Verbindung von Musik und Texten wiederum doch eine ziemlich ausschlaggebende Rolle. Reine Instrumentalmusik, glaube ich, erzeugt dann in der Regel nicht eine gleiche oder vergleichbar mobilisierende politische Wirkung, wie das manchen Liedersängern oder auch Komponisten, die sich dann auch ganz bewusst mit politischen Stoffen und Texten auseinandersetzen, gelingt. Die 9. ist bis heute immer noch eine sehr große Statement für viele. Ich habe einen Test gemacht, ich habe mich dann am Brandenburger Tor gestellt und habe die ganzen Touristen die 9. vorgespielt und die meisten haben gesagt Europa-Hymne und nicht 9. Beethoven. Die Melodie ist zur Europa-Hymne ohne den Text geworden und hat sich erkennbar verselbstständigt. Fast jeder kennt die Melodie. Nicht jeder, bei weitem nicht jeder, kennt den Text. Die venezolanische Pianistin Gabriela Montero lebt in Barcelona. Sie verfügt über eine Fähigkeit, die nur wenige klassische Pianisten beherrschen: die Kunst der Improvisation. Die Anekdoten über Beethoven, wie er mitten in seinen Kompositionen plötzlich anfing zu improvisieren, die gaben mir das Gefühl, dass die großen Genies in der Vergangenheit die Musik nicht als etwas Unveränderbares gesehen haben, sondern als etwas Formbares. Gabriela Montero ist auch bekannt für ihr politisches Engagement. Sie ist eine entschiedene Kritikerin des Regimes in ihrer Heimat Venezuela. Thank you.
Ich werde oft gefragt, warum ich mich engagiere, warum ich über Politik und all diese hässlichen Dinge spreche. In meiner Social-Media-Inbox kann man hunderte, wenn nicht tausende Geschichten von Venezolanern lesen, in denen es um Horror, Exil, Mord, Entführung, Hunger geht, um den Tod von Familienmitgliedern, die durch Mangel an Medikamenten sterben. Im ganzen Land werden die einfachsten menschlichen Bedürfnisse missachtet. Beethoven wusste, dass Musik ein ausgezeichneter Verstärker für die Sehnsüchte der Menschen ist. Er zeigt ganz klar, wie man mit den Mitteln der Musik eine Geschichte erzählt, das Bewusstsein schärft und einen Eindruck in der Geschichte hinterlässt. Seine Musik hat uns heute noch viel zu sagen. Denn was er durchlebt hat, ist zu jeder Zeit gültig. Und er zeigt uns, dass Musik nicht nur ein Werkzeug ist, um Freude oder Schönheit auszudrücken, sondern vielmehr ein Werkzeug, um eine Botschaft zu übermitteln. Das war wahrscheinlich sogar wichtiger, als nur großartige Musik zu schreiben. Was war das Innovativste an Beethoven? Je länger ich mich mit Musik im Allgemeinen und natürlich dann auch mit Beethoven beschäftigt habe, desto mehr ist für mich bei ihm die Verbindung von Tradition und Innovation das herausragende Merkmal. Man kann ja nun nicht ernsthaft sagen, dass Beethoven mit der Musikgeschichte, also mit der Tradition, die er vorgefunden hat, nichts zu tun gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. Und umgekehrt gibt es kaum jemand anderen, der mit dieser Tradition so souverän umgeht, der die Rahmen aufgreift und sie dann sofort sprengt. Okay, nochmal. In 1816 sprengt Beethoven die Tradition des Liedgesangs. Ich Lieder singen, die dir klar. Das war sehr schön, das Deutsche, gell? Sehr schön. Gut. Allerdings können wir da den Übergang nochmal machen, eine Transition, because there was... Den Übergang bitte. Ihr wart nämlich einen Tag zuvor nicht zusammen. Okay, dann. Die dir klar. Das ist ja dann. Ja? Welchen Übergang? Für die einen ist es ein Liederzyklus. Für die anderen das erste Konzeptalbum der Welt. Beethovens An die ferne Geliebte, komponiert 1816. 6 Lieder erzählen die Geschichte einer unerfüllten Liebe. Spielzeit 15 Minuten. Seine größte Erfindung ist sicherlich An die ferne Geliebte. Ein Liedzyklus, der erste der Musikgeschichte. Beethoven komponiert ein sehr langes Lied, aber mit Zwischenspiel und diesem gewaltigen Nachspiel. Es sind genau genommen verschiedene Lieder, unterschiedliche Episoden. Er erzählt eine lange Geschichte. Das ist sicherlich die großartigste Erfindung in der Geschichte des Liedrepertoires. Der höchst anspruchsvolle Klavierpart geht über eine bloße Begleitung der Singstimme weit hinaus. Leichte Segel in den Höhen und du bist ein kleiner Schal. Könnt mein Liebchen ihr erspähen, grüßt sie mir 4000 Mal. Je mehr ich das Beethoven-Repertoire entdecke, desto mehr schätze ich, dass jede seiner Kompositionen ein Meisterwerk für sich ist.
Unabhängig davon, ob es sich um Lieder handelt, die nicht unbedingt als die besten Lieder der Welt bekannt sind oder nicht so betrachtet werden. Aber es sind wahre Schätze, nach denen man suchen muss. An die ferne Geliebte wird das Vorbild aller großen Liedzyklen der klassischen und romantischen Musik. Franz Schubert übernimmt von Beethoven die enge Verzahnung von Klavier und Singstimme. Gustav Mahler erweitert die Idee und lässt die Sänger sogar von einem Orchester begleiten. Jahre später wird die Idee an einem ganz anderen Ort aufgegriffen. Mitte der 1960er Jahre wird in den Hügeln nördlich von Hollywood die Popmusik revolutioniert. Keine Teenager-Musik mehr. Hier entstehen jetzt die ersten Konzeptalben. Pop wird zu einem weltweiten Millionengeschäft. Hollywood, Lights, Camera, Action, Home of the... Hier in der Stadt der Träume wurden einige der bekanntesten Popsongs produziert. Treibende Kraft, Brian Wilson von den Beach Boys. Sein Ziel, Mini-Symphonien für Kids zu schreiben. Dafür holt er sich einen jungen Texter, Arrangeur und Komponisten an Bord. Van Dyke Parks. Sie sollen bei den Good Vibration Sessions plötzlich gesagt haben, da muss ein Cello rein. Ja, ein Cello und Achtelnoten-Triolen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Gott gab mir einen Plan. Und der sah vor, dass ich ein guter Arrangeur werden würde. Mit guten Ideen für 2,5-Minuten-Stücke. Etwas Prägnantes, wie die roten Schuhe im Film Der Zauberer von Oz. Etwas Einzigartiges wie Spiel es noch einmal, Sam. Deine allererste Single. Single? Tada! Van Dyke Parks veröffentlicht auch die wohl erste Pop-Version von Beethovens Ode an die Freude. Das ist Number 9, deine allererste Solo-Single. Und es ist Beethoven. Sag mir warum. Warum Beethoven? Weil ich weiß, was ich liebe. Und ich liebe die Musik, die Beethoven für seine 9. Symphonie verwendet hat. Das hat mich umgehauen. Mit diesem Musikstück wurde mir zum ersten Mal klar, dass hier jemand etwas aus der Volksmusik entwickelt. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte als 12-Jähriger mit einem Schlag die Verbindung von Straßen und Hochkultur durchschaut. Das war Musik, die von der Straße kam und ihren Weg in die Salons fand. Durch Van Dyke Parks wird Beethoven zum Folkrock-Pionier. Zur gleichen Zeit, als Bob Dylan diesen Stil weltweit populär macht. Auf dieser Schulter sitzt Beethoven und auf dieser ein absoluter Nihilist. Bob Dylan mit seiner Sprechstimme, die jede andere übertrifft, die ich je gehört habe. Er ist ein wahrer Meister. Es ist nicht zu leugnen. Popmusik ist so attraktiv, weil sie körperlich ist und Lust auf Bewegung macht. Und ich finde, genau das hatten Beethoven und sicherlich auch Brahms in verschärfter Weise drauf. Brian Wilson und Van Dyke Parks haben eine ambitionierte Vision. Kein Sammelsurium von Songs mehr. Smile soll ein Liedzyklus werden, der die Geschichte Amerikas erzählt.
Das Album wird erst Jahrzehnte später komplett veröffentlicht. Aber die Idee wird schnell von den erfolgreichsten Bands in aller Welt kopiert. Gleich nebenan im Laurel Canyon entwirft Frank Zappa sein Konzeptalbum Freak Out über die amerikanische Jugendkultur. In England erfinden die Beatles von Smile inspiriert mit Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band eine fiktive Musikgruppe. Die britische Band The Who veröffentlicht mit Tommy eine Rockoper über einen blinden und tauben Jungen. Pink Floyds Konzeptalbum The Dark Side of the Moon beschreibt das Abdriften eines Menschen in den Wahnsinn. Es wird zu einem der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte. Das haben sie in ihrer Musik auch immer schon verwendet. Beethoven schrieb den allerersten Liederzyklus überhaupt, An die ferne Geliebte. Lustigerweise haben sie das auch gemacht. Sie haben unmittelbar nach Smile das Album Songcycle herausgebracht. Das ist interessant. Das hat mir das Medium aufgezwungen. Das Medium war das Album. Und das Album hatte eine vorgegebene Zeitspanne. Das Konzeptalbum. Ja, das Konzeptalbum stammt aus dem Laurel Canyon. So viele Leute waren dort. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Frank Zappa war da, in der Blockhütte von Tom Mix, die niedergebrannt ist. Musiker wie Johnny Mitchell und Crosby, Stills, Nash und alle diese Leute. Jeder in Laurel Canyon war überzeugt davon, dass das Konzeptalbum ein technologischer Fortschritt war. Wir lebten im goldenen Zeitalter der analogen Aufnahmetechnik. Und diese Albumform sorgte für eine gewisse Kontinuität, nach der die Menschen suchten. Es wurde zu einer eigenen Disziplin und zu einem Bezugssystem. Man musste zum Beispiel über die erste Aufnahme nachdenken. Man musste an die letzte Aufnahme denken, über die Zeit, die benötigt wurde, um die Platte umzudrehen und die B-Seite zu hören. Wie muss das erste Stück sein und wie wird es enden? Will ich, dass es sich steigert oder soll es entschweben? Auf seinem Konzeptalbum Songcycle beschäftigt sich Van Dyke Parks 1968 mit dem Mythos Kalifornien, dem Land der Gegensätze. Von den grandiosen Nationalparks bis zur künstlichen Welt Hollywoods. Sie hatten Glück. Beethoven hat fließendes Wasser, Wald und Vogellieder in seiner Musik beschreiben müssen. Sie konnten diese Wassergeräusche und anderes analog aufnehmen und einbauen. Das stimmt. Ich wollte das machen. Ich dachte, dass es unvermeidlich war. Das Interessanteste war, als ich mich entschied, das Lied Vine Street aufzunehmen. Ich hatte in der Vine Street gelebt. Weil hier wieder Beethoven vorkommt. Ja, da ist Beethoven. Randy Newman hat ihn reingenommen wegen dieser Single. Beethoven ist mein Rosebud, aber Beethoven bedeutet mir mehr als das. Ihr letztes Album Spangled ist auch ein Konzeptalbum. Darauf haben sie eine Auswahl panamerikanischer Lieder zusammengestellt. Was hat sie dazu bewogen? In meinem Fall sind es die Menschen um mich herum. Die Grammy-Gewinnerin Gaby Moreno ist eine Singer-Songwriterin aus Guatemala. Gemeinsam mit Van Dyke Parks schreibt sie das Konzeptalbum Spangled. Der Liedzyklus beschwört die Zeit, als es zwischen Lateinamerika und den USA noch einen regen kulturellen Austausch gab. Und weder Hass noch Grenzmauern. There's a place where I've been told every street is paved with gold, and it's just across the borderline. Gab es die Idee für ein Konzeptalbum schon immer? Oder ist sie durch die Arbeit mit Van Dyke Parks entstanden? Für mich war es immer wichtig, ein Album von Anfang bis zum Ende zu denken. In einer idealen Welt wünscht man sich, dass die Leute das Album von Anfang bis Ende hören. Gab es das Konzept schon vorher oder erst, als sie nach den Stücken suchten?
Ich erinnere mich, zuerst hatten wir viele spanische Lieder. Van Dyck Parks schickte mir Nube Gris, das auf der Platte landete, Historia de un Amor. Und dann, glaube ich, schickte er mir Across the Borderline. Diesen Song haben Ry Cooder und John Hyatt in den 1980er Jahren geschrieben. Er schickte mir also dieses Lied und das war's. Okay. Der Funke war übergesprungen. Okay, jetzt wissen wir, wohin die Reise gehen wird. Das ist das Konzept. Wir machen eine Platte, die nicht nur die Kulturen Lateinamerikas, sondern auch jene der USA feiert. Wir versuchen, Nord-, Mittel- und Südamerika zu vereinen. In Guatemala wurde uns beigebracht, der Kontinent ist Amerika, ein Kontinent. Das ist mir wichtig. Auf dieser Platte feiern wir die wundervolle Musik, die aus all diesen Teilen Amerikas kommt. The wonderful music that comes from all these different parts of America. Auch Singer-Songwriter-Legende Jackson Brown feiert mit. The Rio Grande, a thousand footprints in the sand reveal a secret no one can define. Between our life and death, tell me who'll be next to cross the borderline. Politics. Das Politische und Beethovens Außenseiterstatus haben mich sehr angesprochen. Appealed to me and Beethovens maverick status. War das ermutigend? Das war es. Auf dem in das blaue Himmelland nach den fernen Triften sehend, wo ich dich, Geliebte, fand. Beethovens Liedzyklus An die ferne Geliebte. Eine wunderbare Idee, die von Komponisten und Arrangeuren bis heute aufgegriffen wird. Mit einer anderen Idee hat Beethoven ein ganzes Genre geprägt und ein Millionenpublikum begeistert. Beginnt Ludwig van Beethoven verstärkt in den Köpfen seiner Zuhörer Bilder zu erzeugen. Er gibt den Sätzen seiner 6. Symphonie sprechende Bezeichnungen. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande steht über dem 1. Satz. Und er beschreibt Bilder mit den Mitteln des Orchesters. Für diese Landpartie stellt er Instrumente in den Vordergrund, die sonst immer hinter den Streichern stehen, die Holzblasinstrumente. Beethovens neue Art zu arrangieren ist erfolgreich. Noch heute assoziiert man mit dem 1. Satz sofort Landleben und Idylle. Plötzlich wird diese Idylle gestört. Gewitter, Sturm ist der 4. Satz überschrieben. Hier dominieren Blechbläser und Schlagwerk. Mit der 6. Symphonie wird die sogenannte Programmmusik geboren. Ein bedeutendes Genre der romantischen Musik. In seiner Symphonie fantastique wählt Hector Berlioz 1830 für die Szene auf dem Land die gleiche Instrumentierung wie Beethoven 20 Jahre früher. In der monumentalen Alpensymphonie bedroht ein Gewitter den Wanderer in den Bergen.
Die Instrumentierung Beethovens ist noch 1915. Unüberhörbar das Vorbild für die Programmmusik von Richard Strauss. Die Idee, mit Klängen, Stimmungen und Landschaftsassoziationen beim Zuhörer zu erzeugen, erobert mit der Einführung des Tonfilms auch Hollywood. Kinofilme werden nun aufwendig orchestriert. Einer der frühen Disney-Zeichentrickfilme, Fantasia, verwendet unter anderem den ersten Satz aus Beethovens 6. Symphonie für einen malerischen Reigen in der Natur. Beethovens Musik wird seitdem in unzähligen Filmproduktionen in aller Welt eingesetzt. Europäische Komponisten, die ins amerikanische Exil flüchten mussten, wie Erich Wolfgang Korngold, prägten die Gattung der symphonischen Filmmusik in Hollywood. Beethovens Einfluss inspiriert die Filmmusik. Besonders gefragt? Wildromantische Landschaften und ein Himmel voller Geigen. Why did you run away like that? Oh, I don't know. It is quiet here, isn't it? Yes. Und wenn die feindliche Armada anrückt, lässt Korngold die Kanonen donnern. Unüberhörbar brandet eine Klangflut von Strauss und Beethoven gegen die Leinwand. Auch einer der bedeutendsten Filmkomponisten unserer Zeit greift die von Beethoven entwickelten Prinzipien wieder auf. Prinzessin Leia und Luke Skywalker repräsentieren das Gute. Ihre Szenen werden von Holzbläsern untermalt. Während das militärisch-martialische Leitmotiv der dunklen Mächte des Universums von Blechbläsern dominiert wird. Wir sind bei einem der besten Musikfestivals der Welt, dem Tanglewood Music Festival in Lenox, Massachusetts. Einer der Höhepunkte ist die Filmnacht, bei der die Musik des legendären John Williams gespielt wird. Der Weiße Hai, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, Harry Potter, die Star Wars Saga. Der vielfache Oscar-, Grammy- und Golden Globe-Gewinner hat unzählige, unvergessliche Filmmusiken geschrieben. Zu den Konzerten mit John Williams pilgern Fans aus aller Welt nach Tanglewood. Als Kinogängerin kann ich mir eine Welt ohne John Williams nicht vorstellen. Und darum geht es. Eine Welt ohne Beethoven. Das ist auch unvorstellbar. Ist es. Beethoven war der erste Komponist, der Programmmusik schrieb. In seiner 6. Symphonie gab er jedem Satz einen Titel, damit die Zuhörer sich richtig darauf einstimmen konnten. Ja, die 6. Symphonie ist vielleicht eine Ausnahme. Möglicherweise dachte er, dass er unterhaltsam sein müsste. Sie sagten in einem Interview, dass für Sie Beethoven einer der größten Klangorganisatoren ist. Keine Frage. Allein diese Idee, durch den Einsatz verschiedener Instrumente ein bestimmtes Klangbild zu erzeugen oder wie in diesem Fall mit Hilfe musikalischer Formen Emotionen auszutauschen. Es ist schwer, sich ein Leben ohne Beethoven vorzustellen. Ich habe vor diesem Treffen mit Ihnen einen sehr klugen Freund von mir gefragt, wie würde deine Antwort auf folgende Frage lauten?
wie wäre die Welt ohne Beethoven? Und er antwortete mir ganz spontan, was wäre das für ein Leben, in dem wir noch nie einen Regenbogen gesehen hätten? What would life be like if we'd never seen a rainbow? Aber wie entscheiden Sie, welches Instrument Prinzessin Leia charakterisiert oder welches Instrument uns Angst machen soll? Wie machen Sie das? Haben Sie im Laufe der Jahre ein Schema dazu entwickelt? Es gibt Instrumente, die mit bestimmten Dingen assoziiert werden. Ich habe kürzlich eine Aufnahme mit Anne-Sophie Mutter gemacht, die Sie wahrscheinlich kennen. Sie wollte unbedingt Star Wars spielen. Und ich sagte, Anne-Sophie, dazu muss man Trompeten, Becken und Hörner haben. Und all das. Das kann man auf der Geige wirklich nicht spielen. Aber wir hatten Spaß daran, Dinge so anzupassen, dass sie gespielt werden konnten. Die Filmmusiken von John Williams sind allesamt zu Klassikern geworden. Von den Wiener Philharmonikern wurde der Komponist in den ehrwürdigen Musikverein in Wien eingeladen. Jenen Musikverein, in dem Beethoven selbst Ehrenmitglied war. Im Theater wie im Film gibt es Traditionen. Bei einem Bösewicht hätte man früher wahrscheinlich einen Moll-Septakkord mit Tremolo gespielt. Es gibt eine kulturelle Erwartung für bestimmte Dinge. So hat sich zum Beispiel das Horn als Instrument für die Heldenszenen etabliert. Das gefällt mir. Diese Regeln sind bindend. Sie sind historisch und kulturell tradiert. Innerhalb dieser Struktur hat man etwas Freiheit. Sie kennen doch den dritten Satz der siebten Symphonie. Und dann setzen die Trompeten und das Horn ein. Und dann kommt das hier. Und danach kommt das Thema. Ich sehe einen Hai. Das ist ein Hai. Und als Simon Rattle. Ja, ein schrecklicher Hai. Und wir haben uns immer gefragt, ob das der Vorläufer für das Thema von der Weiße Hai war. Ich denke schon. Ich glaube, Beethoven ist geschwommen. Beethovens Dramatik. Unerschöpfliche Inspiration für Hollywoods Filmmusik. Doch er verhalf auch einer anderen, eher unscheinbaren Erfindung zum Durchbruch. Für die einen ein Folterinstrument, für die anderen ein unerlässlicher Begleiter beim Einstudieren von Musikwerken. Das Metronom, das jederzeit das richtige Tempo vorgibt. Sein Siegeszug beginnt mit Beethoven. In 1818 sorgt Ludwig van Beethoven für Aufsehen in der Musikwelt. Er schreibt, diesmal aber keine Musik. In einem Artikel lobt er die bis dahin unbekannte Erfindung seines Freundes Johann Nepomuk Mälzel, das Metronom. Seitdem ist die Arbeit in der professionellen Musikproduktion ohne Metronom kaum noch vorstellbar. Metronom ist
im Grunde der Clicktrack, der in die entsprechende Musikaufnahmesoftware eingebaut ist. Gibt ein musikalisches Raster sozusagen, das eine bestimmte Taktart, ein bestimmtes Tempo. Und ich gehe auf Start oder auf Record und dann würde ich zum Beispiel das hier hören. Wunderschön. Ein Clicktrack macht, abgesehen davon, dass er ja ein ganz stabiles Tempo liefert, hat er ja auch eine Funktion als Synchronreferenz. Ja? Viele Pop- und Rockmusikproduktionen finden ja so statt, dass nicht alle auf einmal aufnehmen, sondern es werden Drums aufgenommen und dann eine Woche später spielt ein Gitarrist dazu und dann in einem anderen Studio singt ein Sänger seine Linien drauf. Das alles wird durch diese Klick-Referenz auch zusammengehalten. Beethoven selbst veröffentlicht wenig später die Metronomangaben für alle seine bis dahin komponierten Symphonien in einer Leipziger Musikzeitung. Er überlässt nichts dem Zufall. Vorher behalfen sich die Komponisten mittels italienischer Tempobezeichnungen von Largo, langsam, bis Presto, schnell. Allesamt dehnbare Begriffe. Dank der Metronomangaben weiß jeder Dirigent, in welchem Tempo Beethovens Symphonien zu spielen sind. Warum war es deiner Meinung nach Beethoven so wichtig, diese neue Erfindung zu fördern? Es ist wie die Evolution. Ein Fisch kommt aus dem Wasser und merkt, dass man an Land Füße braucht. Dann wachsen ihm Füße und er marschiert los. Ich denke, dass das etwas damit zu tun hat. Plötzlich soll der Komponist die Kontrolle in die Hand eines Fremden übertragen, der nichts mit der Entstehung des Stücks und dem ganzen kreativen Prozess zu tun hatte. Der Prozess der Interpretation ist geboren. Paavo Järvi ist unter den Spitzendirigenten der Welt einer der größten Fans des Metronoms. Seine Beethoven-Interpretationen setzen Maßstäbe. He published the metronome markings. Er veröffentlichte die Metronomangaben wahrscheinlich, weil er sicherstellen wollte, dass sich die Menschen der richtigen Tempi bedienen. Und natürlich gibt es bis heute sehr viele Kontroversen um diese Metronomangaben. Das Hauptproblem ist, dass sie sehr schnell sind. Viele von ihnen sind viel schneller als in der traditionellen Beethoven-Interpretation. Ich denke, genau deshalb hat er sie veröffentlicht, weil er irgendwie geahnt hat, dass die Dinge langsamer und romantischer werden. Das ist so eine Art Verlangsamung des Großartigen, der Wagner-Effekt, wenn Sie so wollen. Durch das Metronom, das Beethoven so schätzte, ist es möglich, jederzeit und überall das gleiche Tempo anzugeben. Seit 1895 stellt eine deutsche Firma die Mälzelschen Metronome her und verkauft sie in alle Welt. Gut versteckt in der beschaulichen Kleinstadt Isny. Hier im Allgäu in Süddeutschland gibt es den bekanntesten Metronomhersteller der Welt, Wittner Metronome. Ich hätte nie gedacht, dass mich Metronome so begeistern können. Metronome sind Hightech-Instrumente. Bevor ein Modell verkauft wird, muss es einen Dauerstresstest überstehen. Wie lange hält die Feder durch? Wie lange läuft das Getriebe präzise?
Historisch war es ja so, sie hatten in der Barockzeit, hatten sie ja nur die Tänze, die in etwa die Zeitrelevanz vorgegeben haben. Also was weiß ich, Allemande, Courante, Sarabande und so weiter. Und als dann diese Tänze außer Mode kamen, gab es eigentlich keine Zeiteinheit mehr oder überhaupt kein Verständnis mehr. Kamen dann die italienischen Begriffe, Allegro, Adagio und so weiter. Aber was bedeutet das wirklich? Es gab keine Definition. Da sind wir auch schon wieder bei Beethoven. Er hat, sagen wir mal, ein Allegro anders interpretiert, wie ein Salieri beispielsweise oder so. Das heißt, es war schon das Bedürfnis, da irgendeine feste Zeiteinheit oder hier zu kreieren. Beethoven hat geschrieben, dass sein Metronom krank wäre. Wie kann ein Metronom krank werden? Ich glaube, man muss mal davon ausgehen, was für einen Stand der Technik wir damals hatten. Und das Metronom ist ja wirklich ein höchst präzises, feinmechanisches Gerät. Und wenn Sie da ein bisschen abweichen, sagen wir maßlich, wir reden hier, sagen wir, von einem Gramm oder zwei Gramm, dann haben Sie schon andere Geschwindigkeiten wieder. We conveniently as post. Wir können im Nachhinein ganz bequem sagen, na ja, er war taub und sein Metronom war kaputt. And his metronom was broken. And there is even some. Und in irgendeinem Brief steht sogar eine Geschichte, die besagt, dass sein Metronom nicht richtig funktioniert hätte. Ich denke, das ist alles Unsinn. Ich meine, Beethoven war zwar taub, aber er war nicht dumm. Mit seinem Beharren auf exakte Tempi hat Beethoven Maßstäbe gesetzt. Auch mit seinem besonderen Gespür für Rhythmus war er seiner Zeit voraus. Der späte Beethoven entfernt sich immer mehr von seinen Zuhörern. Manche halten ihn sogar für verrückt. Klavierkaskaden und Synkopen, was klingt wie ein Jazzstück aus einer amerikanischen Bar um 1920, ist Beethovens letzte Klaviersonate Opus 111, komponiert fast 100 Jahre früher. Es scheint, als würde er die Noten verkürzen, je weiter die Musik vorangeht, um diesen jazzigen Effekt zu erzeugen. Ja, ich denke, er hat diesen natürlichen Schwung eingebaut. Bei jeder Variation werden es mehr Noten pro Schlag, während sich der Takt selbst nicht ändert. Hatte Beethoven Langeweile? Hatte er schon alles vorher ausgereizt? Der späte Beethoven schreibt in dieser Klaviersonate einen Variationensatz. Aber er variiert nicht nur die Melodie oder die Harmonie, das haben andere schon vor ihm getan. Er variiert den Rhythmus. Bis heute eine Herausforderung für jeden Pianisten. Wenn sich das Hauptthema weiterentwickelt und man den Rhythmus zu früh, zu knackig spielt, dann zerstört man meiner Meinung nach diesen ganz natürlichen Charakter, den Beethoven hier aufbaut. Bereits die dritte Variation grooved. Es ist wirklich einzigartig, wie Beethoven das komponiert hat, mit diesen fallenden Passagen, sodass alles ganz natürlich swingt. Diesen Swing hat er hier wirklich vorgegeben. Und dazu gibt es einige Blues-Noten, einige Blues-Töne. Er hat das wirklich brillant gemacht. Der Jazz beginnt hier, 1822. Schon allein das Tempo sorgt für Irritationen bei den zeitgenössischen Musikkritikern. Wie würde es sich anhören, wenn Sie es klassischer spielen würden, also exakt wie notiert?
Geht das überhaupt bei dieser Geschwindigkeit? Es hört sich irgendwie kantig an. Ja, und der Spaß ist weg. Lange Zeit galt die Sonate schon wegen ihres Tempos als unspielbar. Erst knapp ein Jahrhundert später entdecken Musiker auf einem ganz anderen Kontinent, wie viel Spaß Synkopen auf Highspeed machen können, und spielen Jazz. Um zu finden, was die Jazzwelt über Ludwig van Beethoven denkt, befinden wir uns hier vor dem absoluten Tempel des Jazz. Und mit wem sprechen wir darüber? Mit Wynton Marsalis höchstpersönlich. Wynton Marsalis ist der bekannteste lebende Jazz-Trompeter. 9 Grammys, künstlerischer Direktor des House of Jazz at Lincoln Center. Er spielte mit den Größten der Jazzwelt. Das ist etwas, was die Leute Beethovens allerletzter Klaviersonate zugeschrieben haben. Das Zitat stammt eigentlich von Stravinsky. Diese Sonate nimmt den Boogie-Woogie vorweg, wegen seiner bissigen Basslinien und der Synkopierung. Wie siehst du das als Jazz-Experte? Das hat mit dem punktierten 16-Noten-Rhythmus zu tun. Beim Boogie-Woogie ändert sich der Grundrhythmus nicht. Das gilt auch für solche Formen wie der Passacaglia, bei der sich der Bass wiederholt. Die Schwierigkeit beim Boogie-Woogie ist, diese Basslinie über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Die Herausforderung beim Jazz besteht also darin, mit der linken Hand das strenge Marschtempo einzuhalten und diese Figuren mit der rechten Hand darüber zu spielen. Das ist der Bezug zu dem punktierten 16-Noten-Rhythmus. Aber die Leute hören das heute und sagen, oh, das klingt genauso wie damals. Aber es ist Beethovens großer Verdienst, dass es die Leute immer noch beschäftigt. Beethoven hat so viel mehr getan, das würde ihn zu klein machen. Für mich ist Beethoven der Übervater. Die Person des 20. Jahrhunderts, die Beethoven am ähnlichsten ist, ist Louis Armstrong. Weil Louis wirklich ein Gefühl dafür vermittelt, was es bedeutet, modern und frei zu sein. Beethovens Beitrag zum Jazz ist seine Freiheit in der Improvisation. Wir können das heute natürlich nicht mehr genau anhören, aber alles weist darauf hin, dass sein Spektrum von donnernden, bombastischen, virtuosen Tönen bis zum zartesten, schönsten und melodischsten Klang gereicht hat. Auch seine Art, über die Tasten zu fegen. Hätte er das aufgeschrieben? Nein. Oder einfach laufen lassen? Er wäre dem gefolgt. Er war Pianist. Warum hätte er das aufschreiben sollen? Überall in Beethovens Musik ist Rhythmus. Beethoven versteht das rhythmische Verhältnis von 3 Schlägen in einer 2er Umgebung. Das ist typisch für afrikanische Musik oder der Musik aus dem Nahen Osten. Da hat er das wahrscheinlich her, über die türkische Musik. Wenn man bei einem Zweierrhythmus eine 3 draufsetzt, er macht das in seiner 3. Sinfonie. Es beginnt mit einer Offline-Synkopierung. Die halben Noten sind in 2 Gruppen aufgeteilt. Es sind also 3 Schläge, aber er gruppiert die Noten auf 2.
Das ist eine Art Ultrasynkopierung. Was mir daran gefällt, ist, er verwendet die Synkopen aus demselben Grund, aus dem wir sie verwenden. Ich gebe dir den Rhythmus vor, dein Körper erwartet diesen Rhythmus und jetzt spiele ich mit dir, mit dem Rhythmus. Im Streichquartett in F-Dur, Opus 135, das ich so mag, ist die Betonung auf 3. Es ist schnell, es ist lebendig. Beethovens Rhythmik. Auch für das Armida-Quartett aus Deutschland eine Herausforderung. Das rockt. Sie unterhalten sich. Der mag das nicht. I love that. Auch in seinem letzten Streichquartett spielt Beethoven mit dem Rhythmus. Im zweiten Satz versteckt er genau den Taktteil, der in der europäischen Musik am wichtigsten ist, die 1. Was macht es schwer für euch, diese Vivace, dieses Gegeneinanderspiel? Du fängst an, aber nicht auf der 1, sondern auf der 3 und dann, was macht es dann schwer? Na, im Prinzip ist es oft auch, wie man bei neuer Musik auch hat. Jeder hat seinen Pattern und muss bei seinem Pattern bleiben. Und trotzdem müssen wir als Gruppe zusammen einen Puls weiter fühlen. Sonst verlieren wir uns, weil es eigentlich unserem natürlichen Bedürfnis nach Struktur widerstrebt, immer einen Pattern zu behalten, was eigentlich gegen den Takt ist. Wenn man das langsam auseinandernehmen würde, könntet ihr das für mich spielen, dass man sieht, wo der 1 ist? 1, 2, 3, 1, 2. Ihr findet euch dann, da habt ihr euch getroffen. Und dann, wenn es wirklich schnell kommt, nochmal, so wie es dann ist. So hieß. Er macht das wie beim Fußball. Den Gegner denken lassen, dass man in eine Richtung läuft und dann in die andere Richtung springt. Genau das macht Beethoven mit dem Rhythmus. Es ist unglaublich, wie sehr Beethoven unsere Welt geprägt hat. Ob Jazz, Filmmusik oder Pop. Seine Innovationen und Einfälle sind überall spürbar. Eine Welt ohne Beethoven? Für mich undenkbar.
Eine Welt ohne Beethoven. Niemand, mit dem wir gesprochen haben, kann sich das vorstellen. Ich weiß nicht. Es gibt so vieles auf der Welt. Ich denke mir oft, wenn man irgendeinen Menschen, was auch immer er geleistet hat, aus der Welt herausnimmt, wäre die Welt immer noch in Ordnung. Es gibt viele Menschen, die noch nie von Beethoven gehört haben und ihr Leben ist auch nicht schlecht.